los geht's. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dürfte eigentlich jetzt nichts mehr passieren mit den von wegen spitz zu laufen oder Abnahme. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, das ist doch super. Das sieht doch richtig gut aus. 18. So. Dann wollen wir mal schauen, dass wir hier jetzt, weil schon wieder die zweite Maschenkopf, hier unsere drei, also eins haben wir ja schon reingehäkelt, noch zwei dazu. Jo, und dann geht es zum geänderten Tal. Bis gleich. Fast da. Jetzt bin ich da. Eine Schlinge. Zweite. Dritte. Und nach dem Knubbel die vierte. Das war's. Jetzt kommt gleich eine Spitze. Bis gleich. Dreierpack. Das ist die erste oder der erste Maschenkopf. In den zweiten machen wir ja unsere drei Stäbchen immer rein. Das bleibt ja immer so. Fertig. So, dann geht es hier wieder ins neue Tal. Bis gleich. Am neuen Tal angekommen. Da ist es. Erste Schlinge. Zweite. Vor dem Knubbel dritte. Nach dem Knubbel vierte. Erledigt. Dann kommt hier gleich sofort eine nächste Spitze. Bis gleich. Angekommen. Dreierpack, ups. Das war die Kamera, nicht ich. Erster Maschenkopf, ganz normal. Zweiter Maschenkopf. Drei Stäbchen rein. Spitze erledigt. Jetzt haben wir gleich hier das nächste Tal. Bis gleich. Dann wollen wir mal unser nächstes Tal häkeln. 2, vor dem Knubbel 3, nach dem Knubbel direkt 4. Fertig. So, jetzt haben wir noch nur noch diese eine Spitze hier. Bis gleich.
So, jetzt sind wir schon, also ich, jetzt bin ich schon beim zweiten Maschenkopf. Drei Stäbchen da rein und fertig ist die Reihe. Ja, das war's. Die Reihe ist fertig. Ab jetzt könnt ihr alleine weitermachen. Ich auch. Ja, die restlichen Zentimeter. Ja, okay, das sind jetzt noch ungefähr 50 cm, wenn vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich will den Mantel halt als Mantel haben und nicht als Jacke. Aber ich hoffe einfach, es muss ja jetzt klappt. Und jetzt, wo ich es umgetauscht habe, wer jetzt sagt, ja, sieht man aber die Knubbel von da, wo es getauscht worden ist. Ja, okay, jeder macht es anders. Ne? Ihr könnt ja gerne da noch eine Reihe Stäbchen drüber häkeln. Ich habe es jetzt halt so gemacht, bei mir macht es nichts. Bei mir muss nichts perfekt sein, im Gegenteil. Ich mag das nicht, wenn es perfekt ist. So, drei Luftmaschen umdrehen, weiter geht's. Aber wie gesagt, jetzt macht ihr für euch. Ich habe es euch jetzt gezeigt und ich für mich. Okay, bis zum nächsten Video. Nicht vergessen, Abo-Knopf drücken, Glocke aktivieren und dann viel Spaß hier.